Das Fach GW feiert 60 Jahre. Damals wurde vor 60 Jahren Geografie und Wirtschaftskunde zu einer Fächerkombi zusammen verbunden. Wenn Sie jetzt diese Zeitrevue passieren lassen, was waren denn so die wesentlichen Meilensteine im Fach Geografie? Ja, insgesamt muss man sagen, dass die zusätzliche Aufgabe im Geografieunterricht, Wirtschaftskunde und heute wirtschaftliche Bildung mitzunehmen, das ist keine Sache, die so funktioniert wie Licht einschalten oder abdrehen. Es braucht immer Lehrer und Lehrerinnen, die das dann verstehen, in den Unterricht bringen. Manchmal geht es auch nur über eine Generationsablöse. Also es hat lang gebraucht, bis tatsächlich auch so etwas wie wirtschaftliche Bildung im Geografieunterricht stattfindet. Heute findet es statt und das finde ich sehr gut, weil es eben ein Teil des Lebens von Schülern und Schülerinnen geworden ist, nämlich das Verstehen auch von wirtschaftlichen Prozessen. Was sich in den 60 Jahren abgespielt hat, unglaublich viel, von Globalisierung angefangen, über große Migrationen, über arbeitsteilige Prinzipien, die mehr als einen Kontinent umfassen, Digitalisierung als ein wesentliches Instrument, auch bei der Durchführung von Arbeitsteilung und vieles andere mehr. Sie sind selber auch Geograf. Warum haben Sie sich für dieses Studium entschieden? Ja, ich war fasziniert vom Geografieunterricht in der Schule, das ist ja meistens so. Und dann war ich so breit interessiert, an all den Dingen interessiert. Und Geografie ist ein breites Fach. Also für jemanden, der sich nicht auf eine Sache ganz, ganz tief einlassen möchte, sondern auf viele Dinge, aber auch mit einer gewissen Oberflächlichkeit, für den ist Geografie wahrscheinlich das Richtige. Sie waren ja in der Raumplanung tätig, haben im Bereich der politischen Bildung publiziert, waren als Bildungsminister für Citizen Science verantwortlich. Welchen Beitrag kann da das Fach Geografie leisten? Ja, Sie sehen auch daraus, wie breit immer die Interessen waren. Geografie ist natürlich auch ein politisches Fach und man hätte wahrscheinlich 1962 auch überlegen können, sollte man nicht Teile der politischen Bildung zur Geografie geben und nicht zur Geschichte. Aber das sind halt manchmal so politische Entscheidungen. Geografie ist eminent politisch. Letztlich auch jeder einzelne Schüler und Schüler handelt über Konsumentscheidungen politisch. Was kauft man? Was konsumiert man? Hält man sich an Ideen von Kreislaufwirtschaft und dergleichen mehr? Also gerade wenn wir heute über Umweltpolitik sprechen, Geografie kann hier ein Trendsetter sein einer gelungenen Umwelterziehung. Wenn wir noch mal kurz in die Vergangenheit reisen, bis 1985 stand ja der GW-Unterricht, da stand die Länderkunde im Vordergrund. Viele erinnern sich heute noch an diesen Geografieunterricht, der Atlas als das bedeutendste Unterrichtsmedium. Wie steht das Fach jetzt heute da? Ja, wobei ich gehöre nicht zu denen, die Länderkunde so verteufeln. Nicht? Was man sicherlich tun sollte, ist Länderkunde problemorientiert unterrichten. Also gerade zur Interpretation von Außenpolitik ist manchmal eine Länderkunde durchaus auch sinnvoll. Die hat sich dann abgelöst und ist durch andere Prämissen sozusagen verdrängt worden. Aber ich würde dennoch sagen, das Wissen, was passiert auf dieser Welt, wie differenziert ist diese Welt, welche Weltsicht kann ich auch Schülern und Schülerinnen mitgeben, damit sie nachher verantwortungsbewusst handeln, das bleibt sozusagen eine Daueraufgabe für die Geografie. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass den Schulbüchern, dass Sie den Schulbüchern noch mehr Bedeutung in Zukunft zumessen. Warum eigentlich? Naja, wir müssen die Realität des Unterrichts berücksichtigen und Lehrende können also nicht jeden Unterricht, jede Unterrichtsstunde vollkommen originär neu schöpfen und machen. Also verlässt man sich auf ein Schulbuch, das ist vollkommen legitim, das ist nicht unmoralisch, deswegen sind Schulbücher auch so wichtig. Nochmal zurück zur Digitalisierung, welche Veränderungen bringt die jetzt im GW-Unterricht? Ja, ich glaube, da gibt es Chancen, wirkliche Chancen. Erstens kann es so etwas geben wie einen verteilten Unterricht. Natürlich könnte man mal eine Unterrichtsstunde organisieren, wo vielleicht eine
eine Klasse in Turin über das Internet mit einer Klasse in Linz zusammen diskutiert über bestimmte Probleme. Und natürlich kann man auch Bilder, Videos, Tondokumente sehr viel einfacher in den Klassenraum transportieren, Unterricht sehr viel anschaulicher machen. Ich glaube, da steckt viel an Möglichkeit. So die Reproduktion von reinem Faktenwissen steht ja immer weniger im Vordergrund. Und Lehrkräfte stehen jetzt anderen Herausforderungen, Anforderungen gegenüber. Was sind diese oder was würden Sie denen raten? Naja, wir müssen wissen, das Faktenwissen, klarerweise, das ist nicht mehr so wichtig. Ich brauche dennoch so etwas wie ein grobes Gerüst an Fakten, weil sonst kann man nichts einordnen. Sonst bleibt es bei lauter einzelnen Mosaiksteinchen und ich habe keine Idee, wie die Mosaiksteinchen zu einem Mosaik zusammengefügt werden. Also theoretisches Wissen, konzeptionelles Wissen, aber auch ein Grundgerüst an Fakten, glaube ich, ist notwendig. Wie können denn Webportale oder Themenseiten beispielsweise, wenn sie redaktionell betreut sind, qualitätsgesichert sind, wie können die dazu beitragen zu einem guten GW-Unterricht? Also das ist wichtig, was Sie hingewiesen haben, qualitätsgesichert. Es gibt so viel an Informationen im Äther, aber sind sie qualitätsgesichert? Und wer einen engagierten Kampf gegen Fake News betreiben möchte, der muss sich auf qualitätsgesicherte Portale verlassen können. Ganz wichtig. ORF ist ein qualitätsgesichertes Portal, aber auch andere Medien in Österreich, aber viele auch nicht. Der neue Lehrplan steht in den Startlöchern im Herbst. Was sind denn so, kurz gesagt, die wesentlichen Neuerungen? Naja, die wesentliche Neuerung ist die Kompetenzorientierung. Also, dass jetzt nicht mehr steht, welche Lehrinhalte sollen gebracht werden, sondern was soll am Ende eines Lernprozesses beherrscht werden. Kompetenzorientierung bringt den Lehrenden enorm viel Freiheit, aber auch die große Verantwortung und Herausforderung, diese Freiheit auszufüllen. Also deswegen sage ich, das Schulbuch ist wichtig, weil das Schulbuch nimmt Gott sei Dank viel von der Arbeit ab, die sonst notwendig wäre. Eine abschließende Frage noch, Ihr Wunsch an die gute Fee, wenn Sie diese hätten, was würden Sie Lehrkräften wünschen, die das GW-Fach, also die das Fach Geografie unterrichten? Ja, ganz klar, Enthusiasmus. Enthusiasmus für diese Welt, Enthusiasmus für das Fach, aber auch Enthusiasmus für die Kinder und Jugendlichen. Wir wissen, Lehrende, die begeistert sind von ihrem Tun und Handeln in der Schule, produzieren die besten Ergebnisse. Also, das wäre mein Wunsch. Engagierte, begeisterte Lehrer und Lehrerinnen.